Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Facebook-Welt. Es ist früh am Morgen, fast 11.30 Uhr in Deutschland. 10.30 Uhr schlagen die Uhren auf den Kanarischen Inseln und hier bin ich aus Gran Canaria. Und das Schöne ist, ich bin direkt an der Playa del Inglés, direkt am Strandabschnitt von Maspalomas und wahrscheinlich auch von der schönsten Ecke überhaupt hier in Playa del Inglés. Es macht echt richtig viel Spaß, ist richtig cool und man sieht es hinter mir auch schon so ein bisschen. Das sind fast 12 Kilometer, die man dort laufen kann. Also richtig, richtig cool und man sieht hinter mir eben auch den komplett offenen Atlantik. Es macht richtig viel Spaß. Wir haben heute schon mal ein bisschen früher gestartet, weil natürlich auch unsere exklusiven Facebook-Gäste sollen einfach mal diesen Vorteil genießen. Ich fange jetzt schon mal an. Ich laufe schon mal los, direkt hier vom Strand Richtung Bronze Playa mit einem unglaublich tollen Angebot aus einem meiner Lieblingshotels. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß. Was wie immer zählt, kommentieren. Hat euch das Ganze gefallen? Setzt ein Like drunter. Schickt mir ein Herzchen, dann melde ich mich vielleicht sogar. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich wünsche allen Urlaubern jetzt schon mal ganz viel Spaß und hier geht's los. Wir sind direkt am Strand von Playa del Inglés. Wir schauen hier hinten momentan noch nach San Agustin, haben einmal den komplett offenen Atlantik, da geht gerade noch die Sonne auf. Wir haben nämlich noch nicht mal 10.30 Uhr hier in Gran Canaria, in Playa del Inglés, im wunderschönen Süden der Perle des Atlantiks schlechthin. Wir laufen jetzt schon mal los, meine Lieben. Ganz wichtig ist, der Weg vom Hotel zum Strand sind ungefähr 5 Minuten und deswegen haben wir heute schon mal ein bisschen früher mit dem Ganzen gestartet. Das ist natürlich schön, damit haben unsere Facebook-Zuschauer heute einfach mal diesen exklusiven Vorteil schon vor Fernsehausstrahlung den Strand gesehen zu haben. Ist richtig, richtig cool, macht viel Spaß und das ist eben auch das Schöne von Playa del Inglés. Man hat hier einfach diese Resort-Atmosphäre. Man läuft nicht weit vom Hotel weg und kommt dann direkt zu diesen traumhaft schönen Stränden. Für alle, die Gran Canaria schon mal besucht haben, wissen natürlich auch um die traumhaft schönen Wanderdünen von Maspalomas. Die sind ganz im Anschluss hier dran. Man läuft ungefähr 10-15 Minuten. Jetzt bin ich schon auf dem Weg zum Hotel. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier haben wir natürlich schon einige Urlauber auf dem Weg zu den Wochenmärkten, zum Shoppen, zum Einkaufen, zurück ins Hotel. Man darf da nämlich ganz klar sagen, momentan ist noch Frühstückszeit. Wir haben jetzt schon wieder strahlend blauen Himmel. Genau das, was wir von Sonnenklar unseren Gästen versprechen. Und wir sehen hier schon mal den Außenplatz vom Hotel. Gerade am Abend haben wir hier natürlich unglaublich viele Ausgehmöglichkeiten. Live-Musik, es wird gegrillt, es wird gegaukelt. Es macht einfach richtig viel Spaß. So. Hier sehen wir jetzt schon mal den Eingangsbereich von unserem Traumhotel heute mit einem verführerisch günstigen Preis und einer voll gepackten All-Inclusive-Leistung. Traumhaft schön, wir haben hier den Außenbereich vom La Branda Bronze Playa, 4-Sterne-Hotel auf höchstem Niveau. Wir sehen hier schon mal den Außenbereich, den sehr geschmackvoll, liebevoll eingerichteten Eingangsbereich des Hotel Bronze Playa mit 4 Sternen hier aus Playa del Inglés. So, wir haben hier den Eingangsbereich vom Hotel. Und wenn wir hier mal rumschauen, das ist natürlich das, was unsere Gäste lieben. Abends rauszugehen, zu shoppen, einfach mal einzukaufen und auch für die Daheimgebliebenen einfach das ein oder andere Souvenir mitzunehmen. Hier sind wir jetzt aktuell schon in Rezeption, im Eingangsbereich. Hier wird Deutsch gesprochen, hier wird man freundlich empfangen und es macht einfach richtig viel Spaß. Was ich gleich zum Anfang schon mal zeigen darf, ist hier. Welches Hotel hat so eine Auswahl an Auszeichnungen? Hier reihen sich die Auszeichnungen wirklich aneinander. Und das ist cool, das macht einfach Spaß. Das Hotel
bietet Luxus vom Feinsten, angefangen von der Küche, vom Personal, von der Animation. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier kommen wir schon Richtung Frühstücksbereich. So, in der Cactus Lounge kann man hier dann nämlich auch einfach mal sein Frühstück einnehmen. Wir sind jetzt momentan schon kurz davor, das Ganze abzubauen. Wir sind hier von unserer Zeit schon mal durch. Ich wünsche natürlich auch allen Zuschauern einen wunderschönen guten Morgen und ganz speziell meiner Andrea. Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Was natürlich am Bronzebleier auch richtig, richtig cool ist, ist hier die Außenterrasse. Hier kann man Frühstück, Mittag und Abendessen einnehmen und es eingerahmt in so einem paradiesisch schönen Garten. Da bekommt man doch einfach Lust und Hunger und schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Da kriegt man doch schon direkt beim Hinschauen einen Wasser im Mund. Da möchte man reinbeißen. Frisches Müsli, frische Croissants, frischer Aufschnitt. Es macht einfach Spaß. Es ist richtig, richtig cool. Und es ist eben das, was auch die Gäste bei Holiday Check bewerten. Das unglaublich gute Essen, das Personal. Und natürlich, was man auf gar keinen Fall vergessen. So. Hier sitzen unsere Gäste schon am Morgen. Wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeitverzögerung zu Deutschland. Und hier schlemmt man. Wir laufen noch mal kurz durchs Frühstücksbuffet durch. Da können wir noch mal schauen. Hatice, wie gern würde ich jetzt mit dir auch hier frühstücken? Das wäre für mich das i-Düpfelchen auf dem perfekten Urlaub. Traumhaft schön. Wir haben hier natürlich alles, was das Herz begehrt. Frische Rühreier, frisches Omelett, frischer Speck und dann hier. Es wird natürlich gerade abgebaut, habe ich schon gesagt. Es gibt noch ein paar Croissants. Es gibt natürlich auch Sekt zum Frühstück. Das ist natürlich was, was bei mir nicht fehlen darf, wenn man morgens aufsteht, sich erstmal so ein Gläschen gönnen. Es ist schließlich Urlaub, es macht Spaß. Zu dem verdammt günstigen Preis, den wir hier von Sonnenklar natürlich auch wieder präsentieren, braucht man nicht nach lange nachdenken. Und das Schöne, was ich schon mal am Eingang erwähnt habe, wir haben hier bei diesem Angebot nicht nur all-inclusive Früchte bei Ankunft. Wir haben außerdem den exklusiven Halbtagesausflug Poema del Mar mit Las Palmas Shopping mit dabei. Und es ist natürlich einer der Ausflüge, den unsere Gäste lieben. Warum? Das Poema del Mar hat vor ungefähr 1,5 Jahren aufgemacht und zählt 100%. Da wird uns fleißig zugewunken. Das Poema del Mar hat vor knapp 2 Jahren aufgemacht und stellt das größte Salzwasser-Aquarium Europas dar. Gehört 100% zur Loro Park-Gruppe. Und Loro Park sagt natürlich jedem etwas aus Teneriffa. So. Meine Lieben, jetzt schalten sich sofort unsere Fernsehzuschauer ein und es wird richtig cool. Ich bin schon auf dem Weg hier im Bronzebleier und schaue mich hier für euch um. Jetzt schalte ich Fernseh zu, ich wünsche viel Spaß. So, meine Lieben, jetzt sind wir auch mit dem Fernseh dabei. Ich bin hier aus dem Bronzebleier. Im Süden von Playa de Ingles mit einer traumhaften Lage. 4 Sterne, absolutes Traumhaus. Die Gäste lieben es. Viele, viele Stammgäste. Und warum ist das so? Das ist natürlich die beliebteste Frage. Die kommen auch immer bei unseren Facebook-Freunden immer wieder auf. Warum genau das Bronzebleier? Die Frage kann man eigentlich relativ leicht beantworten. Warum nicht? Hier gibt's alles. Perfekte Verpflegung vom Frühstück, Mittag und Abendessen in Buffetform. Wir haben Themenabende und das ist was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Mal einen richtig coolen spanischen Grillabend. Eine Sangria dazu, den Liebsten an der Hand und dann ein paar Spare Ribs. Macht Spaß und genau das verspricht eben
auch das Bronzebleier unseren Gästen mit All Inclusive. So, wir haben hier einmal die Chill-Out-Area vom Bronzebleier, sehr geschmackvoll eingerichtet. Diese kleine Wohlfühloase, wo man sich wirklich zurückziehen kann, Buch lesen kann, ganz leichte Hintergrundmusik und natürlich, Achtung, strahlend blauer Himmel. Ist nicht nur so, dass ich jetzt gern noch ein Dekowölkchen hingehängt hätte. Es hängen wirklich keine Wolken. Wir haben es knackig warm. Wir haben es jetzt 10.30 Uhr in Gran Canaria und haben aktuell schon wieder 28 Grad. Bombe, macht Spaß. Und da sich einfach mal ein bisschen am Pool flanieren, das gute Wetter genießen. Und hallo, wir sind immer noch Mitte Februar. Wer läuft in Deutschland jetzt schon mit der Badehose am Strand rum oder springt einfach mal vergnügt in den Whirlpool? All das haben wir hier vereint in einem traumhaft schönen Hotel zu einem verdammt guten Preis. Das Wichtige ist bei dem Hotel, es ist einfach sehr, sehr schnell ausgebucht. Das wissen unsere Stammgäste, zu dem Preis kamen schon die ersten Anfragen rein. Und das ist natürlich auch völlig verständlich. Wir haben insgesamt 3 Pools, den großen Pool, Kinderpool und Whirlpool. Wir haben Duschen, wir haben das Restaurant. Und das Restaurant ist natürlich richtig, richtig cool. Unsere Gäste können hier draußen sitzen, können drin sitzen, Frühstück, Mittag und Abendessen in Buffetform. Easy, du kannst hier sein, du kannst hier reinspringen. Das liegt an dir. Du buchst jetzt einfach unter der bekannten Buchungsnummer die Reise, zahlst schon mal 20% an, den Rest zahlst du kurz vor Abreise und dann träumst du schon mal von diesem Hotel, weil bekanntlich die Vorfreude ist die schönste Freude. Man sieht ganz klar bei dem Hotel, man hat sich sehr viel Mühe gemacht, die Mutter Natur mit ins Hotel zu holen. Das komplette Hotel ist eingerahmt in einem paradiesisch grünen Garten, vom Restaurant, von der Poollandschaft, vom Rezeptionsbereich. Also es macht echt richtig viel Spaß. So, wir laufen nochmal an der Rezeption vorbei, Richtung Zimmer. Die Gäste möchten natürlich auch unsere Zimmer sehen, verständlicherweise. Haben wir hier nochmal die Rezeption. Und hier haben wir dann natürlich auch die zahlreichen Auszeichnungen. Meine Lieben, ich laufe jetzt mal, wer mich kennt, weiß, ich komme schnell außer Atem, in den 5. Stock hoch. Da haben wir 2 Minuten Zeit, uns zu unterhalten. Nicht nur über die leckeren Snackautomaten, die auf dem Weg stehen, oder die Putzfrauen, die hier 5-mal die Woche das komplette Hotel putzen. Nein, liebe Zuschauer, wenn Sie erst jetzt zugeschaltet haben, gibt es eine ganz wichtige Änderung heute. Wir haben auf Facebook schon wesentlich früher heute gestartet. Wir sind schon am Strand entlang gelaufen, haben uns die Bleier angeschaut von Maspalomas, den wunderschönen Süden von Gran Canaria. So, auf die 5. Etage habe ich es geschafft und da werden wir dann wieder von diesem Blick belohnt. So, traumhaft schön. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, für alle, die jetzt erst zuschalten, vielleicht auch im Fernsehen oder bei Facebook, einfach im Anschluss auf YouTube Sonnenklar TV, auf Instagram oder aber direkt auf Facebook und suchen, uns liken, kommentieren. Und im Idealfall mir ein Herzchen drunter schicken. Es war ja erst San Valentinstag. Wer freut sich nicht über ein kleines Herzchen? So. Haben wir hier diesen traumhaften Blick auf von der 5. Etage, wo wir uns jetzt gleich mal eins dieser sehr geschmacksvollen Zimmer anschauen. So. Liebe Nadine, hallo auch zu dir. Ich grüße dich, schick gerne mal Bilder, wie es momentan bei euch aussieht, unter diesen Post. So.
Das ist natürlich ein unglaublich faszinierender Blick. Man sieht die Poollandschaft, man sieht diese traumhaft schönen Palmen und es wird einfach auch viel, viel Schatten gespendet. Wir schauen uns das Zimmer an, meine Lieben. So, Tür öffnet schon mal. So soll es sein. Die Zimmer sind sehr, sehr geschmackvoll, sehr groß eingerichtet. Was ich im Urlaub wichtig finde, gerade wenn man vielleicht auch mit der Familie reist, hat man hier wie ein Wohnzimmer mit einem Wasserkocher und natürlich auch einen Kühlschrank. Die Temperaturen momentan sind bei uns sehr, sehr warm. Wir haben Zeitverzögerung, wir haben es jetzt ungefähr 10.40 Uhr und wir haben aktuell schon knapp 30 Grad im Schatten heute. Happiness im Schlafbereich, so soll es sein, sehr, sehr hell eingerichtet, sehr, sehr geschmackvoll, mit einem Spiegel direkt im Schlafzimmer. Jeder, der mich kennt, weiß, da stehe ich drauf. Wir haben einen sehr, sehr großen Flachbildschirm und dann noch bei diesem Ausblick sieht man dann auch vom Zimmer aus schon direkt die Dünen. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wie kann ich denn das jetzt buchen? Ich bin schon ganz wild und will das sofort buchen. Das geschieht am besten, wenn man einfach die oben genannte Reservierungsnummer wählt beim Anrufen, dies einmal angeben und schon hat man die Traumreise für 2020 fest in der Tasche. Ich gehe jetzt eine kleine Abkürzung über die Wendeltreppe, meine Lieben. Aus dem einfachen Grund, das ist eine kleine Abkürzung. Und da schauen wir uns das Ganze dann nochmal an. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, wer das Angebot jetzt sofort buchen möchte, ohne sich irgendwas aufschreiben möchte, einfach einmal auf den Link klicken. So, wir laufen hier noch einmal kurz eine Runde am Pool entlang, damit wir allen Zuschauern, die das jetzt noch nicht gesehen haben, das Ganze noch einmal kurz zeigen können. Eine schnelle Runde über den Pool. Und wie gesagt, für alle, die sich für dieses Angebot dieses Jahr entscheiden, haben alles richtig gemacht. Man darf hier bloß nicht zu lang zögern, sonst ist es vorbei. Mit einem Preis ab 599 Euro und noch Poema del Mar, einen richtig tollen, exklusiven Ausflug dazu geschenkt. So macht es richtig viel Spaß, so lohnt sich das Ganze. Und wie gesagt, einfach kommentieren, falls noch Fragen sind, falls ihr noch was ganz Bestimmtes sehen möchtet, einfach in die Kommentarfelder schreiben und dann geht es auch schon relativ los. Liebe Malis, wir haben das Meer schon mal am Eingangsbereich ganz kurz gezeigt. Das Meer sind ungefähr 5 Minuten Entfernung zum Hotel. Das Ganze kann man übrigens im Anfang des Videos nochmal nachschauen, wenn man sich einfach auf YouTube anklickt, Sonnenklar TV, auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest. Wir sind eigentlich wirklich überall vertreten und so macht es dann auch einfach viel mehr Spaß. So, meine Lieben, wir kommen ans Ende unserer Präsentation. Wir schauen uns hier nochmal kurz über den Pool. Falls noch Fragen sind, wie gesagt, ganz wichtig, die einfach ins Kommentarfeld. Zeigt eure Anteilnahme mit einem Like, wenn es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle, wünsche auf jeden Fall allen ganz, ganz viel Spaß und wenn es dieses Jahr ins Bronzebleier geht, auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Ja, geht noch.